Wir begrüßen Sie bei Rettherr Zylinderkopftechnik. Bei uns im Hause ein BMW E30, angegeben vom Kunden mit Kühlwasserverlust. Und der Sache wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen und darüber soll dieses Video berichten. So, jetzt haben wir hier unseren BMW und der Kunde gab also an, wenn er mit dem Auto fährt, dann nach ca. 300 Kilometer hat er schon mindestens 1 Liter Wasser verbraucht. Dann gäbe es wohl einen Schaden bei der Demontage eines Zylinderkopfes damals. Wäre eine Schraube zu tief reingeschraubt worden und das hätte für einen Ausbruch am Zylinderkopf gesorgt. Und so gäbe es diverse Probleme bis hin, dass vielleicht ein neuer Zylinderkopf drauf soll und so weiter. Und wir sollen uns das Ganze mal anschauen. Das haben wir jetzt getan. Den ersten Überblick haben wir uns verschafft und das schauen wir uns mal gemeinsam an. So, also hier haben wir jetzt Blick auf unseren Motor. Das erste, was aufgefallen ist, mal unabhängig dessen, der lief relativ unrund. Wir haben den jetzt mal gestartet. Der hat einen Kaltlaufregler drin. Tja, die BMW Insider wissen eigentlich schon, diese ganzen Kaltlaufregler, unabhängig mal von dem Emissionsschutzgesetz und was vernünftig und unvernünftig an dieser Stelle ist, aber die sorgen sehr oft für Probleme in Sachen Motorlauf, Kaltlauf. Klemmt man das Ding ab, läuft er wahrscheinlich einfach frei, ne? Eintragen, abklemmen, fertig. Genau. Ja, habt jetzt keiner gehört, ne? Aber das wäre eine Maßnahme, die vielleicht der Kunde dann machen kann, um einen sauberen Motorlauf an der Stelle schon mal wieder zu gewährleisten. Aber wir gehen mal weiter, das ist nicht unser Thema. So, einmal hier. Ja, sowas sorgt natürlich auch für Probleme, brauchen wir nicht drüber reden. Falschluft hier an der Stelle. Das Motoröl selber sieht aus wie, wie sagt man denn da? Länger Teer? Nicht mehr gewechselt worden. Vorstufe von Teer und so weiter. Wir können hier unten in der Tiefe können wir auch so Ölverlust an diversen Stellen sehen. Da gehen wir auch mal gleich näher drauf ein. Wasser. Ja, okay. Hier unten das ist Wasser, aber dieser Schmotter, ne, ist ja Ölmix gemischt da unten drin. Wir haben das Kühlsystem abgedrückt. Ich gehe mal auf die andere Seite. So, das heißt, wir setzen auf den Ausgleichsbehälter eine Druckpumpe und können dann Druck auf das System draufgehen. Wir haben jetzt 1,5 Bar und dann schoss auch schon das Wasser überall raus und ganz deutlich ist es zu erkennen am Kühler. Also der Kühler ist kaputt und da tropft, also ich weiß nicht, ob man es hier in der Kamera erkennen kann, da tropft auf jeden Fall das Wasser ab. Ne, und das läuft dann unten und das sammelt sich dann auf der Bodenwanne. Und das entspricht natürlich auch dem, was der Kunde feststellt an Kühlmittelverlust. Also Öl haben wir auch festgestellt, ist tiefschwarz. Was wir auch gesehen haben, die Servoölleitungen sind so derart undicht, dass da unten drunter alles entsprechend ölfeucht und nass ist. Also auch nicht nur feucht, sondern es tropft wirklich davon entsprechend ab. Was wir jetzt als nächstes machen, sind dann auch die Zündkerzen raus und wir werden dann mal das Kühlsystem auch unter Druck setzen und dann auch mal schauen, ob wir Wasser in den Brennräumen haben, was ich aber jetzt schon fast ausschließen kann. Wir wissen aber nicht, ob er vielleicht durch seinen Wasserverlust, den er immer hatte, auch den Motor thermisch schon in irgendeiner Form geschädigt hat. Das kann natürlich zulasten der Kopfdichtung nachher gehen und auch an der Stelle Schwierigkeiten verursachen. Muss aber nicht sein, das werden wir jetzt als nächstes erstmal sehen. Kameraendoskopie werden wir machen und dann schauen wir uns auch die Zylinder an. Wir machen auch eine Kompressionsprüfung, Druckverlustprüfung, wenn dort bei der Kompressionsprüfung Auffälligkeiten entstehen. Aber erstmal, glaube ich, so im ersten kann man für den Kunden Entwarnung geben, also von wegen Kopf muss runter und so weiter. Das nicht. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist mal eine ordentliche Wartung. Das fängt beim Ölwechsel an. Das geht weiter beim Einstellen des Ventilspiels, was hier sicherlich zwingend notwendig ist. Der Wagen hat einen tollen Zustand, also wunderbarer Youngtimer. Leider hat man wahrscheinlich, weil man auch nur wenig Kilometer in der Saison fährt, dem Motor nicht die entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Erstmal an der Stelle wahrscheinlich nichts. Morgen schauen wir uns das Ganze mal an in Bezug auf Endoskopie und Druckverlustprüfung, Kompressionsprüfung, wie gesagt, und dann wissen wir mehr. Wir hatten schon darüber berichtet, eingangs, dass wir so einen Check-up gemacht haben, was ist mit dem Burschen los, warum hat er Ölverbrauch und so weiter. Und wir sind jetzt gerade dabei und nehmen den Zylinderkopf runter. Der Kunde teilt uns mit, dass die Lenkung vor kurzem gemacht worden ist, halbes Jahr oder was her. Wir hatten überall Undichtigkeiten hier im Servobereich.
Ist da noch Flüssigkeit drin oder schon draußen? Genau, aber hier kann man auch schon sehen, dass die Leitung komplett. Ja, also dafür, dass die Servolenkung komplett erneuert worden ist, unten die ganze Lenkeinheit und so weiter, hat man sich auch hier mit der Pumpe nicht viel Mühe gegeben. Ne? Also hier sieht so aus, als wäre Wasser mit drin in dem Öl. Das ist also ganz grau und komisch milchig. Hat da viel Geld für bezahlt. Sei mir nur am Rande erwähnt, werden wir in dem Zusammenhang natürlich mit ein Auge drauf werfen. Ja, was uns direkt aufgefallen ist hier vorne, vor kurzem ist wohl der Zylinderkopf auch mal runtergekommen. Vor kurzem heißt in den letzten 5000 Kilometern. Die Schrauben vorne sind rund, ne? Genau, das sind die Schrauben vom Verteilerfinger. Okay. Ich kann die komplett runddrehen. Ja. Die eine, die würde noch packen. Ja. Okay. Gut, das ist normales Beiwerk. Wollen wir nicht näher drauf eingehen, es sei nur an der Stelle erwähnt. Wir reißen jetzt den Kopf runter. Schauen uns da mal an. Der Kunde sagte, der Werkstattmeister, der den wohl vorher gemacht hat, hat irgendwo auch einen Riss entdeckt, der wohl auch geklebt worden sei und daher käme eventuell der Ölverlust. Sieht nicht danach aus. Laut meiner Information und Kenntnis ist der Kopf auch nicht geplant worden. Möglicherweise liegt darin schon die Ursache. Das heißt, wir nehmen den Kopf jetzt runter, werden den entsprechend mal checken, was mit dem los ist, mal abdrücken, sicherheitshalber. Und zum Abdrücken wird er natürlich entsprechend auch vorher gereinigt, gewaschen, zerlegt. Und dann schauen wir, ob er irgendwo Rissprobleme hat. Diese Motoren, M10, M20 und so weiter, die sind im Prinzip auch dafür bekannt, dass die eigentlich sehr gerne in der Nockenwellengasse reißen. Das heißt, da wo die Nockenwelle drin sitzt, darunter in diesem Bogen, reißen die Köpfe sehr gerne durch. Warum? Riesentheorien in den Foren zum Thema kalt und warm fahren und die Dinger reißen und da muss man immer aufpassen. Die Ursache ist meistens eine ganz andere. Und zwar haben die eine Deckschicht oben von etwa 3,5 bis 4 mm. Das wissen wir deshalb, weil wir die Köpfe zu häufig und zu oft auch geschweißt und repariert haben. Und wenn das Kühlmittel bei den Burschen nicht gewechselt wird, dann faulen die und korrodieren die innen dünn an diesen Stellen. Und das sehen wir auch immer, wenn wir die auftrennen. Und dann wird aus den 3-4 mm wird 2-3 mm und 2 mm. Und dann kommt natürlich das Warm- und Kaltfahren mit ins Spiel, weil das erzeugt natürlich Spannung und dann knacken die durch. Das Problem ist, in den seltensten Fällen lohnt es sich, diese Köpfe dann zu revidieren, weil die sind überall dünn. Dann schweißen wir die an der einen Ecke, die erzeugen eine gewisse Spannung beim Schweißen natürlich immer. Dann sind die instabil, reißen an der nächsten Ecke, meistens in den Bereichen der Nockenwellenlagerböcke, wo das Material dann dicker ist. Wir füllen die schon immer sehr stark auf. Also grundsätzlich das Schweißen bei denen lohnt sich, wenn wir Alpinerköpfe da haben, wenn wir Schnitzerköpfe da haben, die also sowieso schon eine sehr hohe Wertigkeit haben und die auch so nicht zu beschaffen sind, dann lohnt sich das Schweißen. Ansonsten ist das immer ein Grenzgängertum von der wirtschaftlichen Seite her. So, jetzt gucken wir mal von der anderen Seite gerade rein. Was sieht man hier? Hier hat man also die Kipphebelwellen. Hier vorne sitzen so kleine Exzenter drin, ne, über die das Ventilspiel eingestellt wird. Diese also genau betrachten, die Exzenter laufen sehr gerne ein. Wir hatten auch schon mal Motorsportteile da, die waren gar nicht gehärtet. Die waren nach 2000 Kilometer waren die total eingelaufen. Also da aufpassen. Die Hebel, die gibt es in der Regel im Zubehör auch nachzukaufen, wenn die eingelaufen sind. Ansonsten ist das ein Motor, wo man noch vieles gut selber machen kann. Also wir nehmen den Kopf runter. Irgendwo soll hier ein Riss sein an dem Kopf. Wir haben bis jetzt noch keinen entdeckt. Da müssen wir dann mal schauen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir schauen uns mal die Teile an, die wir abgenommen haben bis jetzt. Kleines Sammelsorium an Teilen. Ansaugrohr. Gibt es erstmal auch nichts zu sagen. Ventildeckel hier, ne, ist also auch schon ein ziemlicher Schmotter drin. Das sieht auch so aus, als wäre da Wasser drin. Ne? Gut, wenn er Kurzstrecken gefahren hat. Kann er auch Kondensat mit sein. Da müssen wir mal anschauen, wie da jetzt wirklich ist. Hat sie Öl schon abgelassen? Öl habe ich abgelassen, da war nichts drin. Schwarz. Alles genau. Klar. Also außer, dass das nicht gepflegt war, war es aber Öl, wasserfrei. Ne? Verteilerkappe, ne? Ja, das sieht alles nicht schön aus dafür, dass der eigentlich angeblich gut gepflegt ist, ne? Ja. Gut. Kühler ist kaputt, das wissen wir auch schon. Wir haben das System hier abgedrückt, das hat man im ersten Teil des Videos gesehen. Den erneuern wir natürlich, ist nicht ungewöhnlich, wenn die ein gewisses Alter haben, aber die sterben eben auch aus diesem Grund, weil der Korrosionsschutz sich im Kühlmittel abbaut und die Kühler dann im wahrsten Sinne des Wortes faulen. Kann aufgrund des Alters natürlich auch andere Ursachen haben, aber bei dem ist ein faulendes Problem. Ja, dann haben wir hier noch Thermostaten und sowas. Ne? Also hier ist das Kühlmittelthermostat. Ein paar Schläuche, viele Schläuche sind rissig, undicht, kaputt. Die wechseln wir in dem Zuge damit aus. Den Schmotter machen wir dann auch mal so ein bisschen weg. Und wir nehmen jetzt erstmal den Kopf ab und berichten weiter. So, freie Bahn, Zylinderkopf ist runter. Jetzt haben wir hier den Blick auf die Krümmer so ein bisschen drauf. Wir schauen hier in die
Zylinder rein. Die Kopfdichtung ist ja von einem BMW-Werkstattmeister vor kurzem gemacht worden. Ich hatte es vorhin eingangs gesagt. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wie da so in den BMW-Werkstätten gearbeitet wird. Nee, Spaß beiseite, ist nicht zu verallgemeinern, nehme ich hiermit zurück. Aber klassische Einbaufehler und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir gehen mal zum Kopf. So, jetzt haben wir hier unser Köpfchen liegen. Und ich versuche das mal einzufangen, bevor der Martin das übernimmt, wie der Kopf geplant worden ist. Nehme ich mir einen dicken Schleifklotz aus dem Baumarkt. Genau, hier kann man überall die Schleifspuren sehen, der natürlich mit der Hand geplant worden ist. Ne? Hier, den Kreuzschliff, überall ist da. Versucht das mal scharf zu stellen hier. So, hier kann man also die Riefen schon da drin sehen mit dem Schleifklotz. Ne? Da hat man auch noch schön grobes Papier genommen. Genau. Und wir, hier vorne ist der Stirndeckelbereich, da wo der auch Öl rausgedrückt hat. Und hier kann man überall sehen, dass das undicht war und natürlich die richtige Schleifspuren. Wir erinnern uns unter dieser Krümmerdichtung, ne, war auf der ganzen Länge auf der Seite, wo die Krümmer entlang laufen, dann auch diese Ölsuppe. Ne? Ja. Gut, also das ist natürlich, ja, bei so einem langen Kopf, ne, 6 Zylinder, die Wahrscheinlichkeit, dass geplant werden muss, ist relativ hoch. Und wir erleben das immer wieder, Opel Manta CIH 70er Jahre. Ne? Das haben wir früher nie geplant. Also, ja, früher, der ist natürlich auch nicht mehr der jüngste hier, aber es ist ein Alukopf, der ist relativ lang, der hat, die Zylinderkopfdichtung war durch, der ist runtergekommen. Und warum die Kopfdichtung durch ist, aufgrund von Fäulnis, klar, aber natürlich auch, weil Verzug drin war. Und dann nützt es nichts mit dem Schleifklotz da ein bisschen drüber gehen. In der Diagonalen sind 0,05 erlaubt. Das heißt hier in der Quere, ne, jetzt hätte ich das Handy fast quer gehalten, 0,03 sind erlaubt. Ein Haar hat 0,06 bis 0,08 mm, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was hier überhaupt gemacht wird oder was vielleicht auch falsch gemacht wird. Und wenn so ein Ding krumm ist wie eine Banane, unabhängig mal vom Block, der natürlich auch zu prüfen ist, dann gibt das nichts. Und genau das ist der Effekt, den der Kunde jetzt hat, nach 5000 Kilometern, schon vorher Wasserverbrauch und Verluste und Ölverlust. Ja, das kommt davon. Ich will nicht näher drauf eingehen. Ne? Viele wissen es besser und von daher ist das so, wie es ist. Der wird auf jeden Fall jetzt demontiert und geplant. Was gibt es denn von der Oberseite zu sagen? Hast du mal da reingeguckt? Genau, hier sind so ich sag mal Exzenterscheiben für Ventilspiel einzustellen. Die Scheiben sind exzentrisch und mit der Bohrung kann man die Scheiben drehen für das gewünschte Spiel. Und ja, wir müssen natürlich alles zerlegen, mal schauen, wie die Exzenterscheiben aussehen. Waschen, wir drücken den Kopf auch sicherheitshalber mal ab. Ich hatte dir vorhin schon gesagt, wegen den Rissen. Und dann wurde ja gesagt, dass der irgendwo auch ein Problem hat mit dem Riss im Kopf bezüglich Schraube oder Ölkanal. Und ich glaube, das hast du schon gefunden gehabt. Genau. Ne? Also hier die Schraube, das ist eine M6er Schraube, die ist voll mit Silikon. Und da kann man sehen, entweder ist er gelötet worden oder... Der Punkt hier unten, ich kriege es nicht so gut angefangen, weil unser Kamera-Equipment, das ist genau so, wie es sich in der Werkstatt gehört, nämlich billigst und schlecht. Ne? Das heißt nicht, dass unsere Arbeit billig und schlecht ist und auch nicht unser Material, aber wir sind eben keine Fotofilmer-Spezialisten und wir filmen tatsächlich hier aus dem Alltag mit dem Handy. Aber so unten kann man so eine Lötstelle sehen, so ne? So ein Punkt. Genau. Das ist aber nicht die Ursache für den Ölverlust. Ne? Das ist okay, was sie da gemacht haben. Ja. Das Problem ist tatsächlich die Kopfdichtung. Gut, wir schauen uns jetzt an, ob die Wellen eingelaufen sind, ob die Kipphebel okay ist, wenn Exzenter defekt sind. Hier scheint sogar einer erneuert worden zu sein, ja, so wie ich das sehe. Zwei, drei habe ich gesehen, alles die sind klar. Erneuert worden, der Rest ist noch alt. Schauen wir uns alles an. Ich hatte ja vorhin darüber berichtet und dann zerlegen wir das Ding mal und dann wollen wir auch sehen, dass unser BMWchen wieder auf der Reihe kommt. Wir hatten ja schon gesagt, wir haben die Ölleckage gefunden in Bezug auf Zylinderkopfdichtung, unfachmännische Handhabe und so weiter. Das Motoröl selber war im Prinzip weitestgehend wasserfrei. Was wir sehen konnten, waren so leichte Kondensatspuren am Deckel. Da war ich mir nicht ganz sicher, sind die jetzt vom Deckel oder nicht. Kann auch sein, aber was haben wir hier? Ich versuche es mal einzufangen. Und tu mal Lampe weg, genau. Wenn Sie mal hier vor der Nockenwellengasse gucken, in dem Bereich rüber, sieht man ab und zu so Luftbläschen aufsteigen. Mit der Kamera siehst du das nicht, ne? Ja, hier, da sieht man. Da sieht man schön. Ne? Da so ein leichtes Geysir.
Ja, der Kopf ist tot. Ne? Also jetzt kann man drüber lachen. Es kann auch sein, dass der im Betrieb noch nicht dazu geführt hat, dass er darüber Wasser verloren hat, weil wir haben jetzt 2 Bar Druck auf dem Kessel. Das ist natürlich deutlich mehr, als wir im Betrieb hat. Wenn er im Betrieb fährt, maximaler Druck und so weiter, hat er vielleicht 1 Bar oder 0,7. Ja, ne? 1 bis 1,2. So. Vielleicht auch so, meinetwegen, aber er erreicht nicht die 2 Bar. Und das ist natürlich noch recht wenig, weil die rausgeht, aber es ist der Grundstein des Sterbens ist gelegt. In der Regel kriegen die Risse hier von diesen Montagestopfen aus weg, rüber oder hier von hinten nach vorne, auch nicht selten. Hier vorne in dem Bereich lassen sich von dem Spulwerk hier nicht beeindrucken. Das ist jetzt an der Stelle sekundär. Das hängt damit zusammen, weil wir zu faul waren, das ordentlich anzuschließen. Uns reicht ja, dass wir erstmal Druck auf dem System haben. Und hier kann man es also sehen. Man kann diese Köpfe ganz schlecht schweißen. Ich hatte es eingangs im Video schon gesagt, weil im Prinzip sind da Schäden aufgrund von Materialfäulnis im Innenleben des Wasserhaushaltes. Ja, also erst von unten ist die Wand dünn korrodiert. Ich sage ja, da gibt es immer Sprüche mit Kalt- und Warmfahren und so weiter. Das spielt natürlich schon eine Rolle, aber erst dann, wenn der Kopf in die Jahre gekommen ist und kein Korrosionsschutz in ausreichender Menge zur Verfügung hatte. Ja, hier. Der ist kaputt. Das wird den Kunden nicht freuen. Jetzt muss man mal sehen, was die Alternativen dazu sind. Ne? Entsprechend hier sollte man sinnvollerweise gucken, dass man einen neuen Kopf kriegt, weil gebrauchtes Material birgt auch diese Risiken in sich. Gut, das erstmal so viel zum Thema. Wie viel Grad haben wir jetzt im Moment drauf? 61, also 60. 61, gut, wir brauchen gar nicht höher gehen mehr und das weiter anheizen, das ist also verloren. Jetzt haben wir 1, knapp 2 Bar. Ne? Okay, alles klar. So, hier haben wir unseren BMW-Zylinderkopf, unseres 325i. Ja, wir haben einen Rohlingskopf besorgt und haben den aufgebaut mit einzelnen Neuteilen, weil einen Komplettkopf konnten wir im Moment nicht bekommen, wo alles drin war, war auch nicht nötig. Wir haben hier also die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit mit dem Nützlichen verbunden. Und was haben wir jetzt hier? Wir haben also einen komplett neuen Rohlingskopf. Klar, mit neuen Ventilführungen und so weiter drin, haben die alten Ventile entsprechend aufbereitet. Natürlich vorher auch geprüft, wie sehen Schäfte aus und so weiter. Vom Grundmaterial waren sie in Ordnung, das heißt, wir haben die Ventile gereinigt, auf Rundlauf geprüft, Ventilschaft geprüft, das war soweit alles okay. Und dann wurde dann auch die Dichtflächen entsprechend korrigiert und optimiert. Und wir gucken uns den jetzt von der anderen Seite an, da hat sich auch noch ein bisschen was getan. Drehen wir rum, genau. So. Neu sind die Kipphebewellen, die haben wir neu geholt. Da gucken wir uns vielleicht mal die alten an. Die liegen vorne im Karton, die schauen wir uns dann mal an. Kipphebewellen sind neu. Wir haben die Kipphebel selber neu geholt. Die Einstellscheiben, wie wir es im letzten Video schon gesagt haben, die sind im Prinzip die vom alten Kopf, aber da wurde kurz vorher auch einiges erneuert und die schlechten ersetzt. Insofern konnte man das so übernehmen. Ja, und dann haben wir den entsprechend so dann zusammengebaut, nachdem die Bauteile, die wiederverwendet wurden, auch gereinigt wurden. Da sieht also im Prinzip jetzt alles sauber aus. Jetzt gucken wir uns mal an, warum wir auch die Kipphebelwellen getauscht haben. Mal schauen, ob man das so weit erfassen kann. So, genau. So. Also wenn man das hier auf den Wellen mal anschaut, dann kann man hier unter Umständen auch sehen, wie die eingelaufen sind. Also diese Bereiche hier sind also massiv eingelaufen, da auch. Ne? Und da fehlen also Zehntelmillimeter. Und deswegen werden die Wellen natürlich auch dann entsprechend ersetzt. Ich glaube, auf der Kamera kommt es nicht ganz so doll rüber. Kann es da schon ganz gut sehen, denke ich, in diesen Bereichen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wurde alles soweit ersetzt. Jetzt ist der Kopf im Prinzip auch schon baufertig und dann können wir den, wenn wir im BMWchen alles soweit vorbereitet haben, den neuen Kopf dann auch entsprechend montieren und einsetzen. So, an unserem BMW war ja der Zylinderkopf abgebaut und wir hatten auch die Aufgabe, uns nach der Servo-Geschichte oder um die Servo-Geschichte zu kümmern. Und jetzt gucken wir uns mal die Schläuche an, der Servo-Lenkung, die ja für viel Geld revidiert worden ist. So, wir haben hier den ersten Schlauch. Ne, und wenn man hier unten die Verbinderstelle sieht,
Genau, da ist er eigentlich. Hier ist er. Wenn man jetzt sieht, jetzt liegt der im Weg. So, wenn man jetzt den Schlauch hier sieht, dann sieht man hier unten schon an der Kupplung, ne, da läuft das Öl raus, da ist er undicht. Das heißt, diese Schlauchleitung muss erneuert werden. Die gibt es dann nur als Original BMW-Ersatzteil oder man lässt sie sich neu pressen. Man kann auch hier wo er durchgescheuert ist. Also sehen Sie die Stelle, wo die beiden Schläuche, du hast jetzt die Finger davor, da ist er auch mit angescheuert, der Schlauch. Ne? Die müssen natürlich richtig verlegt werden. Das heißt, hier wurde die Arbeit auch nicht so gemacht, wie sie eigentlich gemacht werden sollte. Dann haben wir den zweiten Schlauch. Kann man auch sehen, dass der undicht ist. Ja, ne? Da läuft er runter. Ja. So, und der zweite Schlauch, das ist, jetzt muss ich mal sehen, dass ich richtig bin, der hier. Und der ist auch unten undicht. Ne? Jetzt wird ordentlich geschlabbert. Ja. So, an der Stelle, wo man den Drehpunkt da sehen kann, unten, ist er auch undicht und läuft auch das Öl raus. Das heißt, diese beiden Schläuche müssen wir erneuern. Da muss ich die Preise jetzt bei BMW anfragen. Ich weiß noch überhaupt nicht, was sie kosten. Gegebenenfalls, wenn die abartig teuer sind, dann kann man auch mal gucken, ob man sich so Schläuche anfertigen lassen kann. Das ist manchmal eine preiswerte, sinnvolle Alternative. Muss man dann im Einzelfall entscheiden. Gut, unser neuer Kopf liegt schon hier auf dem Wagen. Das ist jetzt praktisch er hier. Den werden wir dann jetzt als nächstes hier in den Motor einpflanzen, nachdem wir so ein paar Reinigungsarbeiten jetzt durchführen werden an dem Block. Und dann kommt der frisch revidierte mit frisch eingestelltem Ventilspiel. Dann kommt dieser Kopf praktisch rein und dann ist eigentlich schon der Gros der Arbeiten geschehen. Aber das werden wir dann entsprechend auch begleiten. Neue Kopfschrauben hier dabei und Nockenwellenrad war noch soweit okay. Ne? Das kann man wieder verwenden. Okay. Ja. Ja, da gibt es jetzt erstmal nicht mehr viel zu sagen. Also ich würde sagen, Martin, viel Spaß beim Arbeiten. Ja? Genau. Und dann kann das Ding da im Prinzip rein. Neuer Kopf ist montiert. Und wir gucken uns jetzt nochmal die einzelnen Bauteile des Zylinderkopfes an mit Ventiltrieb. Und was sehen wir hier? Also wir sehen die neuen Kipphebel, die haben wir hier. Wir sehen die Kipphebelwellen, die erneuert werden mussten, aufgrund dessen, dass sie eingelaufen waren. Wir hatten bei einer Kipphebelwelle trotz dessen, dass wir keine No-Name- oder Billigartikel hatten, die Situation, dass eine Grundnut, ich sag mal, um 2-3 mm Versatz eingefräst worden ist. Damit stimmten die ganzen Positionen unserer Kipphebel auf der Welle nicht mehr. Insofern hätten wir die montiert, so ohne weiteres ist es nicht zu sehen, hätten wir diese montiert, wäre die Situation entstanden, dass unsere Exzenterscheiben, die auf dem Ventilfederrücken abdrücken oder auf dem Ventilschaft abdrücken, dass die aus der Mitte operieren. Ne? Und das würde bedeuten, einseitiger Verschleiß unter Umständen, aber viel schlimmer, sie üben Druckkräfte einseitig auf dem Ventilschaft aus. Und das hat zur Auswirkung, dass unsere Ventilführung einseitig auch belastet wird oder stärker belastet wird und auch vorzeitig dem Verschleiß unterliegt. Und das will man natürlich nicht haben. Das heißt, auf solche Sachen kann und sollte man auf jeden Fall mit achten. Sowas rutscht natürlich schnell mal mit durch, aber deswegen grundsätzlich auch immer wachsam sein, Augen aufhalten und schauen, dass man immer wirklich alles überprüft, wie es funktioniert und wie es auch richtig sein soll. Damit zu rechnen ist natürlich grundsätzlich nicht. Gut, aber hier unser Kopf ist neu, das ist ein Zubehörkopf, darüber hat man schon gesprochen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob diese Köpfe von der Qualität her zu gebrauchen sind oder nicht. Unsere Erfahrung damit ist, die sind zu gebrauchen. Manchmal haben wir die Köpfe auch schon entsprechend modifiziert oder auch die Kanäle nachgearbeitet. Man muss grundsätzlich da nachgucken, sind es eckige, runde Kanäle und so weiter. Also den richtigen Typ für den Motor aussuchen. Hier in dem Fall passte alles. An dem Kopf musste nichts nachgearbeitet werden, großartig. Und von daher ist so ein Zubehörkopf durchaus die bessere Wahl, wenn der Kopf, der Originalkopf, hauchdünn ist und eigentlich vielleicht auch schon kurz vor einem Rissbildung steht. Dann macht das keinen Sinn, den alten Kopf zu verwenden, auch wenn es ein Original-BMW-Teil ist. Dann sollte man, wenn man Spaß am und vordergründig fahren will, dann den neuen Zylinderkopf wählen aus dem Zubehörbereich. Gut, okay. Ja, Wellen sind neu, Kipphebel sind neu, Exzenterscheiben, das sind die hier, die sind aus der Mitte gebohrt, darüber wird das Ventilspiel entsprechend eingestellt, der Kopf ist jetzt vorjustiert. Vorne haben wir unsere neue Wasserpumpe, ne, beziehungsweise
auch das Ganze eben entsprechend neu eingedichtet, Riemensatz und so weiter, trotz dessen, dass der Kunde uns vermittelt hat, das ist vor nicht allzu vielen Kilometern, wenn auch schon ein bisschen Zeitdauer her, vor nicht allzu vielen Kilometern erneuert worden. Wir wechseln dann so Zahnriemen und so was grundsätzlich aus. Nicht, weil wir grundsätzlich jedem misstrauen und weil wir uns auch nicht für besser halten, aber wir wissen die Vorgeschichte nicht. Und es wäre ein Fehler, nachher wegen 20 Euro Zahnriemen einen Motorschaden zu riskieren. Also gehen wir her, machen ihn neu. Wir wissen, dass wir den stressfrei auflegen und dann funktioniert das Ding auch hinterher und macht keinen Stress. Jo, ich glaube, an der Stelle war es das erstmal. Das heißt, wir werden jetzt das Aggregat weiter zusammenbauen. Und ich hoffe, dass ich dran denke, dass wir dann entsprechend auch die Inbetriebnahme so gestalten, dass Sie das mit erleben können und dürfen. Und dann schauen wir uns einfach mal an, ob das auch so ist, wie wir uns das vorstellen. Ja, das war erstmal von der Seite und dann warten wir mal ab, wenn der Kopf drauf ist. Unsere Arbeiten an unserem BMW Cabrio 325i sind abgeschlossen. Unsere Dokumentationsschildchen sind alle soweit drin. Die haben wir für den Kunden auch immer als Hinweis drin, welche Öle sind drin und was ist beim letzten Mal gewechselt worden, und damit man schnell Überblick hat. Ansonsten ist ja alles in den Rechnungen und Dokumentationen soweit aufgeschrieben und formuliert. Ja, Schnellzusammenfassung, Kopf general überholt, diverse Begleitkrankheiten mit beseitigt, neue Batterie, neuer Kühler ist auch drin, der war undicht, das wissen wir. Teile an der Servolenkung haben wir auch mit revidiert und überarbeitet. Das Problem ist tatsächlich, wir hätten gern zwei Servolenkungsschläuche ausgewechselt, das konnten wir jetzt in der Eile des Gefechts nicht machen. Das sind Formschläuche von BMW, derzeit bei BMW nicht zu kriegen. Kluge Köpfe gehen her und lassen sich dann die Schläuche bei einem Hydrauliker entsprechend aufbereiten bzw. erneuern. Das können wir aus juristischen Gründen so ohne weiteres gar nicht machen, weil normalerweise diese Schläuche nur durch Betriebe auch entsprechend gemacht werden dürfen, die Zertifizierung und alles dafür haben. Die Möglichkeit hatten wir jetzt hier in der Eile nicht. Das heißt, beim Hydrauliker um die Ecke dürfen wir solche Leitungen eigentlich normalerweise als Fachbetrieb nicht machen, wenn er die entsprechenden Nachweise für solche Arbeiten, dass er die durchführen kann und darf, nicht hat, dann darf man es auch da nicht machen. Naja gut, das wissen Sie alle selber. Wir haben dem Motor noch eine Motorwäsche unterzogen. Das kann man jetzt noch perfekter machen. Hier solche Stellen hier, das ist das Wachs, was in dem Fahrzeug überall verarbeitet worden ist. Die kann man natürlich auch anders aufbereiten, ganz klar. Aber das ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz und unser Ziel, was wir bei dem Fahrzeug hatten. Das wird der Kunde dann zum Saisonstart im Detail noch selber erledigen können. Ansonsten ist aber alles sauber und von Ölen befreit. Und wir haben den Motor dann noch mit einem entsprechenden Schutzwachs versehen. Und naja, gut. Das Auge ist da sicherlich auch mit, keine Frage. Ansonsten ist erstmal alles soweit, wie der Kunde es haben möchte und bestellt hat. Und wie wir es auch verantworten können, den Motor so entsprechend rauszugeben. Ja, Ergebnis ist so, dass er sicher seinen Spaß in der Sonne mit dem Fahrzeug haben kann. Und an der Stelle werden wir jetzt uns gleich vorbereiten und eine Probefahrt machen. Die werden wir so bei dem Auto auf 30 bis 50 Kilometer auslegen, dass auch wirklich das Öl auf Temperatur kommt und wir danach das Auto nochmal reinholen, dann auf die Bühne nehmen, schauen, ob alles dicht ist und so, wie wir uns das vorstellen. Und wenn es dann so ist, dann kann das Fahrzeug ausgeliefert werden. Okay, bis gleich zur Probefahrt. Jetzt fahren wir mit unserem BMW 325i. Schlechtestes Wetter, typisches Westerwaldwetter. Aber Auto läuft sehr ruhig, also hier ist alles soweit in Ordnung. Temperaturen sind in Ordnung, Motor fühlt sich seidenweich an. Wir haben kein Sägen drin, wie die BMW das nicht selten haben, aufgrund von Problemen mit Leerlaufstellern, Temperaturfühlern, die nicht funktionieren und so weiter.
Also das sieht alles sehr gut aus. Insofern glaube ich, Operation gelungen. Ja, alles im grünen Bereich. Ich würde sagen, das war's an der Stelle. Machen Sie es gut. Steife Ohren. Gruß in die Welt. Bis dahin. Tschüss. Ihr Retter-Team.